Daniel. Herzliches Willkommen und Glück auf Zeche Zollverein. Für den Bergbau, nicht nur in Hamm, sondern auch in ganz Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, man kann mit Stolz darauf blicken, dass wir bis zum Schluss unsere Kennzahlen alle erreicht haben. Darauf bin ich ziemlich stolz. Als Essener Oberbürgermeister macht mich vor allem die Lebensleistung der Bergleute hier in der Region sehr stolz. Denn jeder weiß, in Essen ohne Kohle und Stahl, ohne den Bergbau, gäbe es die Stadt Essen gar nicht als Großstadt. Am 31.12.2018 ist die RAG nicht beendet. Wir haben ja noch Zukunftsaufgaben. Wir führen das Unternehmen weiter in die Zukunft. Und wir werden langfristig auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen haben. Und die Aufgabe der Mitbestimmung wird es selbstverständlich sein, sich genau um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Ich glaube, in einem Deutschland, das im Moment rauer Stimmung ist, hierher zu schauen und nur eine Scheibe von dem mitzunehmen an Vernunft, an Solidarität, an Hilfe, an Nachbarschaft, das würde ich mir wünschen, dass mindestens von dem übrig bleibt, was wir hier hatten und haben. Hier geht eine Ära zu Ende, hier geht etwas Besonderes zu Ende und ich glaube, das spüren die Menschen im Revier. Ich danke Ihnen allen, da richte ich mich jetzt so besonders an die Bürger, dass Sie uns immer unterstützt haben, dass Sie dem Bergbau immer freundschaftlich gesonnen waren. Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei Nacht und er hat sein helles Licht bei Nacht schon angezündet, schon angezündet. Blau und weiß ist ja der Himmel nur, der Himmel nur. Muss einmal wahr. Gemeint ist, jeder weiß, dass du ein Freund bist. Diese Wurzeln reißt uns keiner aus. Liebe Kollegen, das ist die traurigste Veranstaltung in meinem Bergmannsleben. Und ich wünsche euch, die noch im Bergbau weiter sind, viel Bergmannsglück. Glück auf, Kumpels. Ich bin stolz, muss aber jetzt schon schlucken, man merkt das richtig. Glück auf allen. Ich wünsche allen Glück auf. Also es war ein sehr emotionaler Abend für mich, vor allen Dingen auch, wenn das Steigerlied gespielt wird. Das geht mir also immer sehr ans Herz, dass man so das ein oder andere Tränchen auch verdrücken muss. Da denke ich, bin ich immer ganz nahe bei den Bergleuten und ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute, dass sie mit diesen schweren Entscheidungen, dass die Bergkohle jetzt nicht mehr gefördert wird, zurechtkommen und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Glück auf! So, meine lieben Kumpels, seid tapfer noch die letzten Tage. Es geht weiter. Glück auf!